Welchen Stellenwert hatte denn Hitler in dieser Zeit? Hitler war irgendwie eine unantastbare Größe. Nee? So wie er sich gegeben hat, geben konnte, sein Charisma, seine Persönlichkeit, die ja auch besser wurde, nicht? Aus sehr bescheidenen Anfängen heraus. Man kennt die früheren Aufnahmen und sein früheres Auftreten. Das ist alles zweifellos besser geworden. Er ist also ein Staatsoberhaupt geworden, ein Staatsmann geworden und war, nicht, wenn auch mit negativen Vorzeichen, dann zum Schluss, wie man weiß. Nicht, aber er hatte etwas Imponierendes, das Ganze drumherum, das man ja sehr effektvoll aufzuziehen verstand, hatte etwas Imponierendes und bis zu ihm hat sie nichts herangewagt, keine Kritik, nichts Abfälliges, das gab es nicht. Das gab es nicht. Und die negativen Dinge, die er sich dann eben dann noch geleistet hat, die waren ja damals noch nicht. Damals waren ja nur wirklich aufbauende Ereignisse zu verzeichnen, und war, die man ihm natürlich positiv anrechnen konnte. Ne?